In der Luft überschreiten die Düsenflugzeuge die Geschwindigkeit vom Schall, die ungefähr 1224 km pro Stunde beträgt. Auftrag, drücke diese Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde aus. Diese Geschwindigkeit von 1224 km pro Stunde bedeutet 1224 km pro eine Stunde. Das heißt, diese Anzahl Kilometer multiplizieren wir mit 1000. So haben wir die Anzahl Meter, das heißt 1.224.000, und in einer Stunde stecken 60 Minuten und in jeder Minute stecken 60 Sekunden. Also in einer Stunde stecken 60 mal 60 Sekunden, das heißt 3600 Sekunden. Diesen Bruch können wir noch kürzen und finden so als Geschwindigkeit vom Schall 340 Meter pro Sekunde. Die Endantwort lautet also 1224 Kilometer pro Stunde entsprechen 340 Meter pro Sekunde.